Du willst alles, du willst mehr, du willst alles, was noch nie da war. Du willst Nektar und Ambrosia. Willkommen zu Nektar und Ambrosia, der Sinti und Roma Podcast. Hallo und nein, klingt das schön. Fehler gemacht. Der Podcast aus Rom, so war das. Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Nein. Der Effekt von, wir senden direkt aus einer Stadt, fällt mir jetzt gerade erst auf. Ist gar nicht so groß, weil man sieht ja nichts. Ja, dafür steht heute der Papstpalast auf dem. Papstpalast? Ach nee, das war Avignon. Aber das ist nicht die einzige Verwechslung, die wir heute haben. Der St. Petersdom. St. Petersdom steht heute auf dem Programm. Und wenn wir dort erstmal drin sind, dann geht's zur Papstaudienz. Persönlich? Ja, kann man beantragen. Mittwoch sind die Gruppenaudienzen. Man braucht aber ein Empfehlungsschreiben. Habe ich jetzt leider vergessen zu Hause. Für die Gruppenaudienz auch oder für die Privataudienz? Für die Privataudienz. Gruppenaudienz muss es sehr lange nicht bewerben warten. Und aber mit einer sehr großen Gruppe da sein, damit sich das persönliche Grüßen der Gruppe auch lohnt. Lohnt. Mhm. Ich habe mein Empfehlungsschreiben leider vergessen. Der Bischof Bistum Trier, der hat ganz lang geschrieben, es tut mir jetzt leid, darf ich jetzt bitte rein? Nein, bitte gehen Sie. 7 Seiten vorbereitet, Lichtbildausweis dabei, alles vorbereitet, sich schick angezogen, Sträußchen Blumen mitgebracht. Ja. Und dann stehst du da und dann sagen die, sie nicht. Sie kriegen keine Privataudienz beim Papst. Und dann gehe ich in eure sexistische Kapelle eben. Sexistische Kapelle? Ich wollte eh schon immer die Mona Lisa sehen. Die hat auch Jesus Geburt gegeben. Können Sie mir bitte sagen, warum die Frau in einem Iglo gelebt hat? Das hatte ich in einem Forum gelesen. In einem Forum Romanum. Das ist hier alles, heute ist das alles Circus Maximus hier. Die spinnen die Römer. Die spinnen die Römer. Ja. Geil. Was hängt da noch so in der sexistischen Kapelle? Die haben die Decken verschmiert. Verschmiert? Wow. Oh. Ich finde, also wir beide in Rom ist das Lustigste mit anzuschauen, denn jedes Mal, wenn wir an irgendwas Monumentalem vorbeigehen, was in dieser Altstadt alle 2,5 Minuten passiert. Noch nicht mal. Ist immer sowas wie. Oh, das sieht toll aus. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wann wird es gebaut? Ich habe keine Ahnung. Was kann es? Wofür war es? Und warum steht es immer noch hier? Es sieht wichtig aus. Lassen wir mal stehen. Da war dann die öffentliche Toilette. Ja, ist wichtig. Lassen wir mal stehen. Lassen wir vielleicht mal nochmal stehen. Ja, und am Kolosseum fühlt man sich dann so wissend, weil man Gladiator mit Russell Crowe gesehen hat. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, da hat er... voll gefightet. Mit Ralf Müller. Vor dem Dreh dann auch. Und der war schließlich der Wichtigste im ganzen Film. Das war... Was glaubt zumindest Ralf Müller? Für mich war das der Wichtigste in dem Film. Ernst jetzt? Ja, klar. Weil er ein Deutscher war, oder? Ja, und weil er vorher noch im Gold Gym war und ein paar Proteine reingehauen hat. Das war eine Anspielung auf gemischtes Hack. Der Wichtigste. Ja. Schön. Wir haben... sensationelles Eis gegessen, meine lieben Freunde. Und der Michael kann bestimmt sogar noch sagen, wo. Also wenn jemand mal nach Rom kommt oder noch nicht da war oder irgendwas wissen will, weil uns hätte das sehr geholfen, wenn wir das vorher gewusst hätten. Ja, ja, ja. Das war wo? Beim Giolitti, wie die Italiener sagen. Ja, beim Giolitti. Einmal mit allem. Und wo war das ungefähr? Einmal in der Nähe von? Vom tatsächlich dem Pantheon. Gar nicht so weit weg. Ah ja, genau. In der Nähe vom Pantheon. Und da kriegt man das nicht als Bällchen eigentlich, sondern eher wie so eine Masse. Ja, das ist so eine... Das ist schon so ein bisschen bällchenartig, aber schon zu grobschlächtig. Das gefällt mir so gut, weil es nicht so rationiert, portioniert wird, sondern du kriegst deine... Du kannst mehr kriegen, meinst du damit? Man hat die schon auf mehr? Ja. Ja, wir haben uns auch hart gegönnt, weil eine Kugel ist ungefähr so groß wie bei uns 3,5. Und die wurden uns dann, wir haben natürlich in dem alten Cafés zu uns genommen. Und dazu hatten wir leckere Sahne, auf die wir zuerst verzichten wollten. Aber der
keiner insistierte. Ja, und meinte, also hat das Ganze, also ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen und hat gemeint, es ist nicht euer Ernst. Genau, auch, so hat er es auch gesagt, es ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst. Ja, ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Das war echt, das italienische Übersetzung noch mal kurz. Das heißt, ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Ja, und dann haben wir das gewamscht. Der Lieblingsausdruck für Nahrungsaufnahme ist gewamscht. Also ist unser Hassausdruck, weil der gerne von älteren Leuten für Babys benutzt wird scheinbar. Die gestopft werden wie eine Gänsestopfleber. Das hat er wieder gut weggewamscht. Das hat sie wieder gut weggewamscht. So als wäre das Wichtigste bei einem Kind, das 2019 in Deutschland geboren wird, dass es bloß nicht verhungert. Nee, die wamscht gut was weg. Entschuldigung, leicht abgedriftet. Wir haben das auf jeden Fall hart weggewamscht. Ja, hart weggewamscht. Und danach uns sehr voll gefühlt. Und sind dann weiterspaziert. Wo sind wir dann hingegangen? Ja, da ging es ja zu diesen ganzen Monumenten, die wir nicht... Die unfassbar nah beieinander alles sind dann ab dem Zeitpunkt. Und man kommt um eine Ecke und denkt, was? Jetzt ist ja hier alles. Das ist ja wie Disneyland. Nur halt in cool und echt. Und ohne Eintritt zu bezahlen und ohne die ganzen verrückten Weiber mit ihren Ohren. Ja. Ja. Also mit ihren aufgesetzten Ohren haben die schon alle da, aber also die meisten, gehe ich mal von aus. Außer die Statue wurde mal angeschossen, dann fehlt der ein Ohr vielleicht. Oder einen ganzen Arm, also einen Appenarm. Einen Appenarm haben die mal. Und einen Appenfuß. Du hast was gesagt, was Interessantes gesagt. Du meintest, dass eine dieser Sehenswürdigkeiten schon das Warnzeichen für eine Großstadt wäre. Es wird dafür schon ausreichen. Und hier haben die einfach mal unverschämterweise auf einem Kilometer 6 bis 7 davon stehen. Ja, das stimmt. Das, also was ich so witzig finde, ist immer, wenn ein Ort so eine Sehenswürdigkeit hat, so eine Kleinigkeit, und die wird beworben und gemacht und betüdelt und gehätschelt und überall erwähnt und alle müssen dafür dahin pilgern. So. Und Rom einfach so, oh scheiß drauf, hier gibt es einfach 8 Millionen Sehenswürdigkeiten, jedes zweite Haus hat eine Bedeutung und alles sieht auch so beeindruckend aus. Es ist nicht nur so, dass du denkst, naja, ist ein bisschen überdimensioniert erzählt worden, sondern du gehst einfach da lang und denkst so, ach so, hier ist auch noch was. Ach so, hier ist auch noch was. Und zwischendrin ist dann so ein kleines Feld, wo noch wirklich alte Teile von der Mauer ganz als Stückwerk quasi liegen, von einer alten Aufbaute. Und da sagtest du zu mir, das wäre jetzt schon alleine eine ganze Ausstellung in einem anderen Ort. Also da würden Leute für hinfahren in Deutschland, wenn es da noch solche Ausgrabungen gäbe oder so. Gut, Plan B ist halt, wenn du gar nichts hast, wie in dem Dorf, aus dem ich komme, kein Warnzeichen, dann sagst du, dass eine berühmte Persönlichkeit eben durchgelaufen ist und dort ein Mahl zu sich genommen hat und das hat ihm sehr gut geschmeckt und dort die... sich die Mark genommen und dort hinten hat er dann noch sein Käckerchen gemacht. Und man kann mal zur Not einfach immer auch noch was dazu erfinden, genau. Weil so richtig belegt ist es nicht. Man ahnt es nur, weil Frankreich Nähe und dann war es ein französischer, war es Napoleon. War es Napoleon, der ein paar Knüttel weggewamscht hat. Weggewamscht. Hör doch auf. Hat ihm gut geschmeckt. Hat ihm gut geschmeckt, dem Napoleon. Ist nicht nochmal zurückgekommen, warum nur? Wegen dem kulinarischen Hochgenuss. Nee, ist wichtig. Ich glaube, damals war es da, aber ja, nee, komm. ja, Rom. Ja. Heute gehen wir noch zum Vatikan und dann, was machen wir dann? Danach. Ja, du bist der Reiseführer. Ach ja, interessant. Seit wir hier sind, bist du der Reiseführer. Ich bin der Reiseorganisator vorher und du bist dann vor Ort zuständig. Ich sag auch sowas wie, and now on the left side you got the blablabla und verstehst eh nie, was ich die sagen, die so schnell sprechen. Ich habe den Eindruck, diese Reiseführer sagen alle das Gleiche. Die wissen gar nicht, worüber die reden. Ah. Deswegen reden die ganz schnell. Oder die haben das einfach so viele 100 Male gesagt, dass das nur noch wie so ein Atem aus, wie sagt man, was dagegen gegen das Ausstoß aus ihnen rauskommt. Ich habe gerade überlegt, was das Gegenteil von Atemzug ist.
Atemauszug. Atem. Kohlenstoffdioxid? Ja, oh. Aber das ist ja irgendwie, geht es ja auch darum, dass das, was rausgeht, also dass diese Bewegung, die müsste man ja irgendwie benennen. Atem. Durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht. Oh. Ja. So, sind wir durch mit unserem Ruhm-Podcast? Es gibt nur eine Sache, die ich ganz spannend fand. Wenn du dich auf eine Treppe setzt und das ganze Treiben beobachtest, merkst du diese enorme Maschinerie, was, wie viele Leute da Tag für Tag selbst außerhalb von der Saison durchgeschleust werden. Das ist für mich sehr beeindruckend zu sehen. Das stimmt. Wie viel, das ist wie so ein kleiner Mikrokosmos, der seine eigenen Regeln hat. Und, was Rom wahrscheinlich auch für eine Bewegung an Menschen einfach über den Tag durch die ganze Stadt hat. Also die ganze Stadt ist ja wie eine Ausstellung, sozusagen, wie das größte Museum der Welt, sozusagen. Und alle Teilnehmer sind irgendwie auch Teil des Museums, das ist das Verrückte. Das stimmt. Die haben auf jeden Fall Spuren hinterlassen und meistens eher negative. Sowohl durch 1 Milliarde Füße, die über Strecken gelaufen sind, die abgenutzt sind, aber genauso überall Müll hinterlassen, an fast jeder Ecke. Also natürlich, wir haben gestern gesagt, man müsste echt mal ein Bild machen von all den hässlichen Dingen, die da daneben stattfinden, neben all diesen wunderbaren, toll gepflegten und restaurierten alten, ehrwürdigen Gebäuden. Es ist fast immer irgendwo eine Riesenbaustelle, eine Riesenecke, wo Müll liegt, wo teilweise homeless people direkt in Ecken, wo Hunde von den Touristen scheißen neben Leute, die da gerade keine Wohnung haben und da schlafen. Das ist wirklich genauso beeindruckend fast. Also Rom ist schon in beide Richtungen ziemlich krass. Ja, unterwegs. Vor allem den ersten Tag haben wir mehr so am Bahnhofsviertel verbracht und das ist schon hart. Ja. Rough. Das ist wirklich rough. Das ist eine ganz andere Welt. Ja, jetzt sind wir so ernst. Super. Jetzt entlassen wir hier alle im. Ich finde, es ist Zeit, dass du mal einen Witz erzählst, weil du bist ja ein großer Witzeliebhaber. Und ich gebe nur eine Vorgabe, nicht den längsten, den du kennst, weil wir wissen, das kann ausarten. Und 7 Seitenstränge tun sich plötzlich auf. Das stimmt. Und einigermaßen jugendfrei, übertreib's nicht. Okay, die Stille ist. Das ist eine sehr lange Stille. Okay, ich. Hast du was? Ja, ich habe einen, der wird dir aber nicht gefallen. Ah, super. Dann los, ich mach schon mal die Ohren zu. Okay. Man kommt zum Arzt. Das ist auch ein klassischer Witz wegen. Man kommt beim Arzt. Haha, haha. Oder man kommt. Naja. Auf jeden Fall, dieser Mann kommt zum Arzt. Das ist ja schon zu lang, ich weiß. Also, der Mann kommt zum Arzt und sagt: Tut mir leid, mit der Stimme kann ich nichts anfangen. Hab keine Freunde, keine Frau will mich haben. Bitte ändern Sie was. Der Arzt kontrolliert ihn, untersucht ihn und sagt: Okay, ich hab's rausgefunden. Sie haben ein viel zu langes Glied. Es zieht zu stark an Ihren Stimmbändern, verzieht komplett Ihre natürliche Stimme. Klingen Sie so, ist kein Problem. Wir nehmen ein bisschen was weg, dann sollte sich das korrigieren. Woche nach der Operation kommt der Patient wieder in die Praxis. Gott sei Dank ist es geglückt. Der Patient meint: Herr Doktor, es ist wahnsinnig toll. Es ist wahnsinnig toll. Ich habe Freunde, ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Frau, die ich kennengelernt habe, hat sich beschwert darüber, dass vielleicht ein bisschen zu viel weggenommen wird, dass man vielleicht ein kleines bisschen noch wieder dran machen könnte, meines Glieds. Wäre das möglich? Antwortet der Arzt: Tut mir leid, wir haben alles weggeworfen. Und damit liebe Grüße aus Rom an euch und eine schöne Restwoche. Bye, bye. Bye, bye.